Internetgemeinde. Hallo, liebe Internetgemeinde. Hier ist der Blog vom Sven. Vom Sven Dude. Komm. Ja, und ich bin unterwegs und treffe mich mit interessanten Leuten. Heute hier mit dem Tom Johansson, dem Schäfer. Hallo, Tom. Hey, Sven, alles cool, hä? Cool, ja, alles ist cool, ja. Okay, hey, dann schieß mal los. Wie schieß nicht? Ich bin doch Boxer, ich schieß doch nicht, ich schlage doch nur. Nein, Sven, ich meine, schieß mal los mit deinen Fragen, hä? Ach so, ja klar, okay, Tom. Also, du bist ja Surfer, ne? Ja. Ja, und was machst du dann hier draußen, ne? Peng. Was ich hier draußen mache? Ich surfe, hä? Ja, aber wo ist denn dann dein Computer, hm? Wie mein Computer? Nein, also zu Hause surfe ich am Computer. Ja, aber hier surfe ich mit meinem Brett. Ach so, mit deinem Brett. Ja. Und dann ist da also ein Akku drin, ja? Was? Nein. Das sind zwei völlig verschiedene Sachen. Hey, also hier geht es um das Wellenreiten. Wellenreiten? Ja. Oh, Sven, also auch du als Boxer solltest schon mal was vom Wellenreiten gehört haben, ne? Ja, klar. Ja klar, ich habe vom Wellenreiten gehört, sicher. Ja, sicher. Ja. Hab ich wieder vergessen. Also, okay, pass auf. Beim Wellenreiten, ja, da geht es darum, die Welle zu bezwingen. Verstehst du? Also quasi ich und mein Brett gegen das Meer. Aha! Ja. Jetzt hab ich das. Ja, ist ja fast wie beim Wrestling, ne? So zwei gegen einen, das kenne ich, ja. Tauscht ihr denn auch manchmal so das Meer und das Brett gegen dich? Sven, du peilst ja gar nichts, ey. Natürlich, ich hab das schon verstanden. Ich kann euch mal sagen, also sagen wir mal, ich jetzt gegen dich und dein Brett, ne? Pass auf. Ja, was soll man daran nicht verstehen, ne? Ja? Liebe Internetgemeinde, jetzt habt ihr doch schon ganz schön was gelernt über Surfen oder Wellenreiten. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder beim Blog vom Sven. Sven, das bin ich. Komm mal aus, du musst noch trainieren. Mach, komm mal aus, komm.